Boom, Leute, mein Name ist NimeSky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute haben wir wieder mal was ganz Besonderes für euch am Start, nämlich erkenne den Fake-Magier. Das heißt, alles werden heute echte Magier sein, professionelle Magier, die davon leben können und nur eine einzige Person lügt uns an. Und an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an den Sponsor des heutigen Videos, nämlich Honkai Star Rail. Ihr wisst, ich liebe Honkai Star Rail. Honkai Star Rail ist ein Fantasy-Rollenspiel und ihr wisst, ich bin immer etwas anspruchsvoll. Aber die Qualität des Spiels hat mich wirklich überzeugt, muss ich sagen. Das ist ein Spiel, das ist fürs Handy verfügbar, aber auch gleichzeitig für den PC. Und Ende 2023 wird das Ganze auch für die PlayStation verfügbar sein. Und Freunde von der Story, Changchulowo kommt im neuesten Update 1.2 ein epischer Höhepunkt. Ihr wisst ja, Honkai Star Rail habe ich zum Start des Ganzen einmal schon vorgestellt. Und mittlerweile hat es nach dem Launch in den ersten 3 Monaten schon über 80 Millionen Downloads. Und alleine das spricht ja schon für sich. Und unabhängig von der extrem krassen Grafik bietet das Spiel einfach ein sehr nices, abwechslungsreiches, strategisches Spielerlebnis. Neben Bosskämpfen erwarten euch knifflige Rätsel und spannende Geschichten der Stadtbewohner, um die Geheimnisse der Welt zu lüften. Und Freunde, endlich hat das Warten ein Ende, denn ihr könnt Blade, Kafka und Luca spielen. Kafka ist nicht nur einer der Führer der Stellaronjäger, sondern auch super manipulativ und kann die Gedanken der Menschen lesen und sie auch kontrollieren. Und Freunde, wenn ihr glorreich sein wollt, ist sie ein Must-Have in eurem Heldenportfolio. Packelt nicht lange rum, sondern nutzt die einmalige Gelegenheit, sie bei euch aufzunehmen. Deswegen, Freunde, vertraut mir, ladet euch über den ersten Link in der Videobeschreibung Honkai Star Rail runter oder über den hier angezeigten QR-Code und verwendet den hier eingeblendeten Gutscheincode, um 50 Stellar Yates zu bekommen. Richtig nice. Und ich würde auch sagen, Freunde, wir schnacken auch gar nicht groß rum. Wie ihr wisst, das Ganze mache ich heute nicht alleine, sondern ich habe mir eine Special Jury für die heutige Folge eingeladen. Und an der Stelle würde ich sagen, bitten wir diese Special Jury einmal bitte rein! Nein! Oh mein Gott! Was geht, Bro? Emily Furz! Furz! Servus, Ladies and Gentlemen. Hallo. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Freue mich, wieder super, dabei super. Zu sein. Wisst ihr, was wir heute drehen? Erzähl. Wir drehen heute Erkenne den Fake-Magier. Wir haben ja schon mal gedreht, Erkenne den Magier. Das heißt, alle haben gelogen bis auf eine Person. Diesmal ist es aber umgekehrt. Das heißt, alles sind echte Magier. Ah, okay. Und nur eine einzelne Person ist kein echter Magier. Hey, wie geil. Oh, heute gibt's Show. Kurz, ganz kurz. Die Definition für Magier ist, dass sie hauptberuflich davon leben. Boah, das wird schwer, ne? Also es wird schwieriger als letztes Mal, die Folgen bestimmt. Aber es wird geil. Es gibt Show dann wahrscheinlich. Ja, ne? Oh, ich freue mich drauf. Und man muss sagen, die letzten Folgen habe ich geguckt, die waren krass. Wirklich, die waren richtig heftig. Ehrlich. Also wir hatten so krasse Zaubertricks dabei. Ja, ja. Das war echt crazy. Mega, ich freue mich voll. Ja, deswegen ganz wichtig, denkt dran, checkt die auch bitte aus. Alles von denen in der Videobeschreibung drin. Und ja, ich würde sagen, wir standen gar nicht groß rum. Let's go. Mit unseren Teilnehmer einmal bitte rein! Wow, wow. 2 in Anzug und 2 nicht, ne? Mhm. Auf jeden Fall besondere Persönlichkeiten. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock, verzaubert zu werden. Ja. Darauf habe ich richtig Bock, ehrlich. Das hast du schön gesagt. Sehr schön. Ja, ich bin echt gespannt, ne? Das Ding ist diesmal alle Zauberer bis auf einer. Ich frage mich, wer hier der Fake-Zauberer ist. Wer lügt uns hier an? Um das herauszufinden, kann sich der Erste einmal bitte vorstellen. Hallo zusammen, mein Name ist nicht Mario Barone, ich heiße André Wagner und ich bin der Profi-Zauberer. Profi-Zauberer, das heißt, du lebst davon? Ich komme um die Runden, ja. Wie lange machst du das schon? Wann ich mit Zaubern angefangen habe? Ja, seit wann du angefangen hast. Okay, Zaubern habe ich angefangen mit ungefähr vor 14 Jahren. Ich habe Gicht in meinen Fingern bekommen und da sagte der Arzt, ich soll mir irgendwie ein Hobby suchen, wo ich meine Finger mitbewege. Ne? Und dann kam ich zu Kartentricks. Und seit wann machst du das professionell? Professionell erst seit nach Corona. Okay, also nicht so lange, ne? Nein, das sind jetzt ein bisschen vorher schon angefangen. 2 Jahre habe ich jetzt ja 2-mal das dicke Weihnachtsgeschäft mitmachen dürfen. Stark. Okay, also hauptberuflich machst du das? Ja. Stark. Nice. Dann kannst du uns irgendwas vorzeigen oder so? Kann ich gerne tun, dafür bin ich ja da. Stark. Geil. Darauf haben wir Bock. Wir würden gerne was sehen. Ich habe euch was mitgebracht.
Oh. Und zwar mein eigenes Besteck. Okay. Dürfen wir das da auch nochmal anfassen? Selbstverständlich. Also auch nochmal. Okay, ist real, ist real. Darf ich dann riechen? Muss man allen Sachen riechen. Wie ist dein Name? Nathan. Nathan, merken dir, du brauchst ihn noch, ja? Okay. Ey, nein! Okay. Nathan, pass auf. Wähle eine Gabel, wenn es geht, nicht die mittlere. Bist du Rechtshändler? Ja, rechts. Dann wirst du wahrscheinlich gleich die nehmen, ich möchte dich aber nicht beeinflussen. Ja, ich nehme einfach die rechts, ja? Für den Vibe. Ja? Willst du dabei bleiben? Ja. Okay. Sag mal so nett, mach sie einzigartig im Universum und schreib mal irgendwas drauf. Das kann dein Name sein, das kann deine Telefonnummer sein, was immer du möchtest. Möchtest du denn seine Telefonnummer? Ich frag für eine Freundin. Ja. Okay, gib sie auch bitte. Und du malst etwas drauf, ja? Und du sagst bitte, was sie drauf malen soll. Egal was. Auch auf egal die, was. Auch aber schau mich an. Kein Haus. Aber es soll bitte werbefreundlich bleiben, okay. Oh Mann, ich wusste, dass du das sagst. Okay, nicht hingucken. Ja, das ist werbefreundlich. Okay. Warum durfte ich jetzt nichts drauf malen? Willst du auch was malen? Darf ich? Gerne. Das ist ein schöner Gedanke, ja, dankeschön. Hä? Das ist aber nicht so schön. Findest du nicht? Nee, egal, du bist witzig. Egal. Das reicht. Wir sind doch hier nicht beim Kunstunterricht. Ich verfolge eure Sendung, dieses Format, ich finde das toll. Und ich habe letztens die junge Zauberin gesehen, die hier einen Löffel in eine Gabel verwandelt hat. Kennst du noch Uri Geller? Ja, ja, von damals. Der hat damals Löffel verbogen oder Gabeln, ja. Allein mit seinen mentalen Kräften. Und das würde ich euch zeigen. Ja. Wichtig dabei ist, dass man dabei gut aussieht, so wie ich. Die Denkerpose einnimmt. Und dann beginnt es von ganz allein. Das Metall fängt an, sich zu verbiegen. Das ist schon mal nicht schlecht. Pass auf, ich werde es euch jetzt richtig zeigen. Ohne Kraftaufwand, wenn ich hier streichel, kannst du sehen, was passiert? Ja, die Gabel wird ein bisschen wuschig. Wuschig, ja. Pass auf, nein, es passiert gar nichts, ja. Aber streichel du mal. Doch nicht die Gabel, mich. Ach so, dann wirst du aber wuschig. Das wollen wir jetzt hier nicht. Passiert immer noch nichts, fühlt sich aber toll an. Ja? Wenn ich allerdings die Gabel nehme und leicht schwinge und du dich nicht ablenken lässt von meinen wunderschönen blauen Augen, die übrigens braun sind, entsteht die Illusion, dass der erste Zacken sich verbiegt. Das ist nur eine Illusion. Ja? Wenn ich aber langsamer werde, verbiegt sich die erste Zacke. Oh, ey, Digga! Das ist stark. Her damit. Deswegen schüttle ich meinen Zauberstab einfach weiter, ja? Und die Illusion wird noch mehr. Sie verbiegt sich noch mehr, ja? Jetzt sah das bei Uri Geller natürlich anders aus. Er nahm den Löffel oder die Gabel, hat so leicht geschwungen und die hat sich verbogen, ne? Das allerdings war ein Fernsehtrick. In echt sieht das so aus. Digga, hä? Ey, das ist krass. Darf ich kurz? Ja, gerne. Willst du mal kurz verbiegen? Versuchen? Zieh mal dran. Das ist das, was die meisten sagen, ne? Mit Kraft. Mit Kraft, ja, klar, ne? Gott, ja. Mit Kraft kann ich hingehen und die wieder gerade biegen. Halt mal deine Hand auf. Schließ sie. Look at me. Kennt ihr noch vielleicht von Maggi oder von Knorr die Werbung mit dem Knoten im Löffel? Ja. Ja, ganz billiges Fernsehen. Möchtest du sehen, wie das in echt aussieht? Okay, bist du bereit? Halt sie fest. Bisschen locker, bisschen locker, bisschen locker. Hast du etwas gespürt? Nö. Das ist schlecht, vor allem wenn das die Frauen zu uns sagen. Öffne mal deine Hand und wir schauen nach. What the fuck? Hä? Hey, warte. Das ist so eine Spirale. Ey, das ist krass, ja. Respekt. Krass. Und jetzt fragen mich die meisten, wie funktioniert das? Und zwar braucht man dafür Daumen und Zeigefinger. Hast du dabei? Ja. In der Vorstellungskraft ist alles möglich, ja? Mhm. Stell dir vor, wie sich die Gabel verbiegt in deiner Vorstellung, ja? Mhm. Zacken für Zacken. Gut, das reicht. Hä? Das hat mich aus dem Leben gescheppert. Ich geh das aber. Weil ich habe auf ihn geachtet, aber... Ich habe auch geachtet, aber da passiert irgendwie nichts. Dankeschön. Heftig. Respekt, Respekt. Krass.
Krass. Und achte mal auf die Tattoos. Er hat so Kartentattoos. Ah, okay. Das heißt, also, er ist auf jeden Fall Zauberer. Ja, er ist drin im Game. Und wenn man sich das tätowieren lässt, das heißt schon was. Krass. Und davon lebst du? Also was machst du für Shows oder wo trittst du auf oder wie kann man sich das vorstellen? Ich bin Close-Up-Künstler. Das bedeutet, so wie hier an Tischen, man kann mich buchen in Restaurants, Schützenfeste, Geburtstage. Darf man fragen, was du so im Monat verdienst dadurch? Ich verdiene im Durchschnitt zwischen, ehrlich gesagt, es gibt schlechte Monate. Da hast du vielleicht gerade mal so, dass du deine Fixkosten hast. Aber im Durchschnitt, sag ich mal, habe ich so meine 3.500 Euro netto für mich. Ich fand den Punkt gerade ein bisschen sass, dass du am Anfang gesagt hast, gerade so über die Runden. Und jetzt sagst du im Durchschnitt nach allen Ausgaben und allen Steuern 3.500. Für meine Verhältnisse, ich habe ein Haus, ich habe Kind. Deswegen, für meine Verhältnisse komme ich um die Runden. Ja, ja, das ist schon legit, wenn man ein Kind hat und ein Haus, ist schon legit. Ich glaube aber nicht, dass du so eine Aussage bringst, wenn du jetzt so den Durchschnittsverdiener nimmst in Deutschland und mit dreieinhalb netto rauskommst. Das sind ja brutto als Angestellter, aber ich mache es als Angestellter 6K ungefähr, 5, 6K. Ich glaube nicht, dass du hier hinkommen würdest und sagen würdest, ich komme gerade so über die Runden mit einem Kind. Deswegen, der Punkt ist für mich ein bisschen zass, aber ich würde sagen, wir hören uns erstmal die anderen noch an. Aber danke dir erstmal, geiler Trick. Dankeschön. Hallo, mein Name ist Jutta, ich komme aus Düsseldorf, beschäftige mich mit der Zauberei seit 22-23 Jahren. Hauptberuflich mache ich das jetzt 14 Jahre. Ganz kurz, wie alt bist du? Ich bin 38. Boah, krass. Oh, krass. Nehme ich als Kompliment mit, vielen Dank. Das ist bei vielen Asiaten so, auch Ryan. Digga, Ryan sieht aus wie 25, wenn er sich rasiert. Ja, also ich arbeite sehr viel mit Karten. Ich weiß schon, dass ihr nicht so gerne Kartentricks seht, aber ich habe meine eigene Story, warum ich gerne mit Karten arbeite. Bin sehr viel auf Firmen-Events unterwegs. Super. Können wir was sehen? Ja klar, sehr gerne. Ich habe natürlich meine Karten dabei, aber ich spiele vorher immer ganz gerne ein kleines Spiel. Okay. Und zwar habe ich hier eine Münze dabei. Könnt ihr auch gerne anfassen. Keine Schokolade, ist eine echte Münze. Ich benutze sie sehr gerne aus zwei Gründen. Das ist eine alte 10-Mark-Münze. Es gab früher die 5-Mark-Münze, war der Heiermann. Und die 10-Mark-Münze war so eine besondere Prägung. Erstens ein bisschen Nostalgie, aber der zweite Grund ist wesentlich interessanter. Ist deutlich größer als unsere Euro-Münzen, richtig? Und gerade bei der Zauberei heißt es immer, alles wird zwischen den Fingern versteckt oder im Ärmel. Ich habe die jetzt schon hochgekrempelt, damit es so fair ist. Aber je größer die Münze, desto schöner könnt ihr der Sache folgen. Ich stelle euch jetzt drei Fragen. Und wenn ihr die drei Fragen richtig beantwortet, dann zeige ich euch meinen Lieblingstrick mit den Karten. Okay. Erste Frage. Wo ist die Münze? Rechts. Von dir aus gesehen rechts. Ja. Richtig. Ja. Die zweite Frage. Die Münze ist in der linken Hand. Wenn ich die Hand öffne, fällt die Münze runter. Warum fällt sie runter? Wie nennt man das? Schwerkraft. Sehr gut. Und die dritte Frage. Wenn ich die Hand nochmal öffne, fliegt die Münze zurück nach oben. Wie nennt man das? Magie. Geiler. Ich habe gesagt Magie. Anziehungskraft. Anziehungskraft ist ja, wenn sie runterfällt. Ansonsten manche Leute sagen Magnet oder so. So verrückt bin ich nicht, dass ich mir Magneten reinoperieren lasse. Bonusfrage. War ein bisschen tricky. Wo ist jetzt die Münze? Habe ich jetzt nicht gesehen. Oben. Oh, gut mitgedacht. Aber ich habe ja gesagt, die Fragen sind einfach. So einfach, in voller Sicht, vor eurer Nase, unten auf dem Tisch. What? Wo kommt das jetzt her? Nein, Digga, das war asozial, ehrlich, der war stark. Er sagt das richtig asozial. So, danke, danke. Aber wenn ihr wollt, kann ich euch gerne trotzdem was mit den Karten zeigen. Ja. Klassiker, jeder denkt, das sind Karten aus dem Zauberladen. Ja, sieht normal aus. Perfekt. Sieht legitim aus. Mischen, ist okay? Ich bin jetzt nicht der beste Mischer, aber wir gucken mal, ne? Alles gut, perfekt. Ja, sehr gut, sehr gut. Weil du es schon gemischt hast, darfst du eine Karte ziehen, egal welche mir nicht zeigen. Nehmen wir die. Und wir machen das so ein bisschen wie mit den Gabeln eben. Ich habe auch meinen Stift dabei. Ich möchte dich bitten, einmal deinen Namen auf die Karte draufzuschreiben. Wenn es eine Bildkarte ist, Bube, Dame, König, vielleicht irgendwo am weißen Rand, Hauptsache man sieht sofort, dass es deine Karte ist, ja? Sonst gucke ich den ganzen an die Decke. Ich lasse die Karten fallen, du sagst irgendwo, du magst Stopp. Alles gut, lass dir Zeit. Stopp. Ja, einmal die Karte drauflegen. Keine Sorge, ich gucke nicht hin. Wird nur, dass alle wirklich die Karte gesehen haben. Auch einmal für die Kamera, ich gucke weg. Ja, das ist die gewählte Karte. Und natürlich werde ich versuchen, die Karte wiederzufinden. Aber vorher würde ich gerne ein Thema ansprechen. Und zwar, als Zauberkünstler kriege ich jeden Tag gesagt, das ist keine Magie. Das sind Fingerfertigkeiten, das sind Tricks. Mhm. Ja? Und ich bin ehrlich zu euch, solche Aussagen, die tun so gar nicht weh. Ja? Weil ich mache das mit der Zauberkunst seit über 20 Jahren. Wenn ich 20 Jahre lang Karten hantiere, dann wäre es ja komisch, wenn ich keine Fingerfertigkeiten hätte. Wenn ich noch ein bisschen angebe, dann sieht das so aus.
Okay. Und wenn ich sowas kann, Dankeschön, sind Stunden meines Lebens, die ich euch zeige. Und wenn ich sowas kann, dann kann ich noch eine Form bilden. Das sieht dann ungefähr so aus, ein Dreieck. Warum nicht? Dreieck, Achtung. Digga, in welcher Welt bitte? Ach so, diese Karte. Ey, das ist so respektlos. Hey. Wie, in welcher Welt? Stark, ehrlich, sehr stark. Sehr stark. Also machst du hauptsächlich Kartentricks nur? Also ich muss nicht mit Karten arbeiten. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Karten. Aber wenn ich zum Beispiel auf Firmen-Events unterwegs bin, dann kriege ich auch oft die Frage gestellt, ob ich mit den Produkten was machen kann. Das ist, dass er das gerade erwähnt hat, macht ihn für mich zum Magier. Aber das macht voll Sinn. Aber das macht ja auch voll Sinn, wenn du gerade überlegst. Stell dir vor, du bist eine Company, weißt du? Ja. Dann so kannst dein Produkt nochmal besser präsentieren. Aber auch wie lange er das macht, 22 Jahre. Ja, und erst, wenn du, glaube ich, für so Companies und so weiter arbeitest, große Unternehmen, haben wir auch hohe Budgets. Und dann kann man auf jeden Fall gut davon leben. Und vor allem ein Magier ist für mich erst ein Magier, wenn er halt wirklich auch so random Sachen machen, also spontan. Wenn ich dir jetzt sage, hier ist ein Glas, mach mal was damit. Und er macht was damit, weißt du? Und nicht so, okay, ich habe jetzt einen Kartentrick auf YouTube Kannst gesehen, du das Tutorial. Ich kann euch den Inhalt innerhalb von einer Sekunde wegzaubern. Ja, siehst du, das ist doch schön. Das ist doch toll. Ach so, trinkst du das dann? Ach so, oh Mann. Finde ich gut. Macht dich sehr sympathisch. Nein, aber wie gesagt, also ich arbeite schon sehr, sehr gerne mit Karten. Das Größte, was ich bis jetzt gemacht habe, war vor 5000 Leuten auf der Bühne zu stehen. Und da machst du natürlich was anderes als zieh mal eine Karte, weil die hinterste Reihe sieht halt nichts. Ne? Selbst mit Leinwandunterstützung wirkt das halt nicht. Deswegen, was hast du dann gemacht vor den 5000 Leuten? Ihr habt das, glaube ich, schon in den anderen Folgen mitbekommen. Das ist eine Sparte der Zauberei, das nennt sich Manipulation, wo man Dinge erscheinen lässt. Und sowas habe ich dann halt gemacht. Ne? Ja, cool. Man merkt, das macht ja auch Spaß, das Ganze. Hält dich auch jung, glaube ich, ne? Das wahrscheinlich auch. Nein, aber es ist für mich die Leidenschaft Nummer eins. Also ich mache das, wie gesagt, jetzt seit 14 Jahren hauptberuflich, aber ich bin immer noch größer Fan der Zauberei. Wenn ich irgendwo auf der Straße einen Straßenzauberkünstler sehe, dann bin ich der Erste, der stehen bleibt und der Letzte, der geht. Also ich liebe das. Ja, dann dank dir erstmal und dann würde ich vorschlagen, machen wir erstmal mit dem Nächsten weiter. Yo, hi, mein Name ist Madu Mann. Ich bin Zauberkünstler und Geschäftsführer der Chichi Magic GmbH. Chichi Magic GmbH wurde von mir gegründet. Wir sorgen vor allem bei Firmenfeiern dafür, dass die Leute richtig Spaß haben, eine gute Laune entsteht, ein Gesprächsstoff entsteht und dass sie eben noch lange über das Event sprechen. Deswegen das Thema Produkte machen wir auch sehr gerne, ob es jetzt Samsung ist, dass wir die Flip- und Fold-Handys einbauen, SAP, das Thema Cloud und IT, Ferrero, die Nutella-Biscuits. Völlig egal, gib uns eine Aufgabe. Wir sind ein Team aus Zauberern, wir haben 6 Zauberer und ja. Digga, wenn das kein Zauberer ist, ne? Ja, der ist safe. Bro, in welcher Welt ist das kein Zauberer? Dieses Auftreten alleine, ja. Oder? Sehr professionell. Kann natürlich aber auch alles gespielt sein. Deswegen, wir müssen uns überzeugen lassen, ne? Das ist halt das Ding, also wir wollen jetzt schon was sehen, ne? Zeig mal, also, was du kannst. Ich komme auch mal ein bisschen näher, um euch eine Vorhersage mitzubringen. Ihr kennt das, Zauberer-Vorhersage ist immer so ein großes Thema. Und wir kommen da gleich dazu. Aber erstmal brauche ich jemanden, der mir hilft. Ich wäre bereit, mich zu opfern für das Team. Wunderbar. Nathan, war das richtig? Ja, ja, genau. Okay, ich bin Madu. Nathan, es geht so ein bisschen um das Thema Getränke. Und ich habe auf meinem Handy eine Liste an so 80 Getränken runtergeschrieben, ChatGPT-mäßig einfach, nennen wir 80 oder 100 Getränke, ich weiß gerade nicht. Aber um das nicht ganz auszureißen, nimm mal eine Zahl zwischen 1 und 80. Und ich würde dich gleich bitten, dass du an eine Zahl davon denkst oder sie auch gerne laut sagst, deine Entscheidung, und dann schauen wir auf der Liste. Und ich habe hier eine Vorhersage, und da kommen wir gleich dazu. Okay, irgendeine Zahl. Okay. Ich denke darüber noch nach, ich sag's nicht. Alles gut. Wenn du soweit bist, darfst du es laut sagen. Es ist nicht so ein Trick, wo ich irgendwie, keine Ahnung, das rausfinde. Ach oder so. Okay. Ja, 10. Das muss nur zufällig sein. 10. Ja. Sicher. Ja. Willst du dich nochmal umentscheiden? Nee. Okay. Ich würde mal sagen, vielleicht, Nathan, ich komme mal zu dir. Kannst du mal die Notizen antippen? Perfekt. Ich danke dir. 10 oder 10? 10. 10? Ja. Und kannst du mal auf die Getränkeliste gehen? Ich will es auch nicht sehen. Und kannst du mal schauen, was bei der 10 steht? Nicht sagen, aber kannst du mal das Getränk einmal dir anschauen? Darf ich auch gucken? Ja, gerne. Ich habe eine Vorhersage dabei. Du sagst auf 3 dein Getränk. Ich nehme es auf 3 raus. Und ja, ich bin Zauberer, also. Okay. 1, niemals. 2, 3. Tee. Nee, das ist falsch. Oh, oh. Shit. Hast du wirklich? Zeig mal. Okay, wo wäre Cola? Ah, 1. Okay, wir sagen 1, 0 ist ja eigentlich wie 1. Naja. Okay, können wir das so machen? Vielleicht probiere ich so.
Ist auch wichtig, Emily, dass viele sagen immer, es sind irgendwelche Löcher oder ähnliches. Oder es riecht komisch. Und ich probiere das so. Das tut erstmal gar nichts, sieht aber cool aus, ja. Und ihr habt alle eben so geschaut. Ich hab die Luft angehalten. Emily, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Kannst du mal so ein bisschen näher langsam dran gehen an die Dose? Und du merkst vielleicht, wie es Stück für Stück wärmer wird, ein bisschen wärmer wird, ein bisschen wärmer wird. Oh mein Gott, ist wirklich und fass mal ganz kurz an, wenn du den Moment spürst. Ist das jetzt warm? Ja. Nein. Darf ich auch anfassen? Ja. Ich will auch anfassen. Es ist schon ein bisschen warm. Nö. Ja. Aber es ist auch heute warm, darf man nicht vergessen. Nein, ganz fair, ganz langsam, dass hier keine Foche irgendwelche Löcher sind. Ihr seht, zum ersten Mal. Dann kann ich ein Glas haben. Nathan, ich danke dir. Wenn da jetzt Tee rauskommt. Das ist auf jeden Fall keine Cola. Ja. Aber vielleicht, Emily, probierst du mal? Niemals. Niemals. Oh mein Gott, das ist Tee. Niemals. 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 Darf ich mal? Ja, das ist wirklich Tee. Also wir können es auch gar nicht sehen bis zum Ende. Es ist das ist wirklich Tee. Komplett. Das ist krass. Kann ich die Liste mal sehen? Hier. Was war die? Es ist genau die 10. Was ist jetzt, wenn er 11 gesagt hätte oder so? Wenn er 11 sage, ne? Alles. Ja. Ja, dann hätte ich verkackt. Okay, was ist, wenn er jetzt also. Kalifornia gesagt hätte? Da braucht man ja Obst und alles. Ja, dann wäre es ein bisschen mehr Arbeit für mich. Wie geht das? Oh mein Gott, das ist ich finde den Trick gerade richtig krass, ne? Also ich bin richtig geflasht gerade, weil ich kann mir das gerade nicht erklären. Das sind hier alles verschiedene Getränke, ne? Also wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass da jetzt Tee drin ist, weil Nathan die 10 wählt? Das war Zaubertee. Oh. Er hätte auch die 50 wählen können. Oder? Aber das Ding, davor war das ja nicht warm, ne, wo du das angefasst hast, oder? Nee, ich glaube nicht, nee. Eigentlich nicht. Komisch. Das ist Tee. Wie macht er das nur? War stark, ehrlich. Krass. Können wir die Dose nochmal sehen? Ja, klar. Hey, das ist doch verarscht, das ist doch eine ganz normale Dose. Die war auch zu. Das ist alleine selbst, wenn er wüsste, dass die wahrscheinlich ganz zu gering. Nein, aber wie kriegst du überhaupt Tee hier rein? Wie kriegst du Tee in eine scheiß Cola-Dose? Ey, geiler Trick, ne? Respekt, also richtig geil. Boah. Wie lange machst du das schon? Ich mache Zauberei 17 Jahre jetzt. Ich habe mit 7 angefangen, ich bin 24. Die Firmen. Boah, krass, ich hätte älter gedacht. Und du bist der Geschäftsführer? Nein, aber als Kompliment eher, weil du wirkst sehr, sehr reif, so, weißt du? Auch mit Anzug und so, Digga, schon stark. Ich öfter auch auf Events, ja. Ja, also Zauberei 17 Jahre. Dann habe ich durch Zufall, also es kam Corona und ich mit meinem Kollegen Daniel, der zweite Geschäftsführer der Firma, wir haben gesagt, okay, 40 Ideen, was können wir machen? Da stand alles Mögliche drauf. Wir haben uns für virtuelle Zaubershows entschieden. Wir haben ganz viel Interaktion gemacht. Das heißt, Zauberei, die in den Händen passiert ist. Die Leute hatten eben mit Spaß vor der Kamera und davon haben wir 300 gespielt in 2021. Und so sind wir schon in Kontakt gekommen mit sehr großen Firmen und ja, dann haben wir den ersten Zauberer eingestellt. Dann kam der zweite, der dritte. Ich bin richtig begeistert von dir, ne? Du hast eine krasse Persönlichkeit, du schockierst mich immer wieder. Jetzt höre ich noch, dass er 24 ist. Vor allem, du bist ja Geschäftsführer, genau. Meintest du, ne? Ja. Und du hast da noch Mitarbeiter. Exakt, wir sind 8 Leute jetzt im Team. Ja, wir wachsen stetig, ja. Und gleichzeitig machst du noch die Shows quasi, weißt du? So dieses Seriöse, aber gleichzeitig dieses Kreative. Also das Kreative ist der geile Teil auch, muss man sagen, auch im Team einfach zu sagen, okay, wir haben mit Snox gearbeitet, die haben uns einfach Socken und Boxershorts gesendet und sich dann damit was zu überlegen in kurzer Zeit, was man damit machen kann, was die halt für ihr Influencer-Event einfach feiern. Was könntest du mit Kleidung machen zum Beispiel? Side-Jeans? Wenn jetzt Side-Jeans dich buchen würde, was wäre dann? Mega coole Sachen, also definitiv. Wir machen auch viele Werbespots, also in die Richtung, weil es geht ja um Social Media in den ersten 3 Sekunden zu catchen. Da können wir geile Sachen entwickeln, dass man einfach so einen Stopper hat und die Leute darüber reden. Das ist unser Ziel. Ich bin ein Penner, wenn das kein Zauberer ist. Wenn der das hobbymäßig macht, bin ich ein offizieller Penner. Du bist so sympathisch, bitte lüg nicht. Der ist auf jeden Fall sehr authentisch, ne? Also, ja, ja, ja. Der ist safe. Mich hat er. Würde ich auch sagen, 100%. Ja. Mich hat er in seinem Bann. Okay, dann danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, bitte. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Luis Perez. Ich bin 28 Jahre alt. Ich zaubere seit 15 Jahren, bin 5 Jahre schon Vollzeitprofi. Und heute würde ich euch gerne was zeigen. Habt ihr Bock, was zu sehen? Safe. Ja, let's go. Dann let's go. Kann ich einmal hinter den Tisch kommen? Ja. Ja. Ich klicke mich mal hier fest.
Guckt euch mal an, ob auf dem Tisch irgendwas liegt. Test, kann man mich hören? Kann ja passieren. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe Unmengen mitgebracht. Magst du einmal zwei Münzen rausnehmen? Zwei, die dir gefallen. Ich habe richtig tief in die Tasche gegriffen. Literally. Ein Lieber. Ich habe mich gerade in den finanziellen Ruin getrieben. Einmal auf den Tisch legen. Was liegt da? 2 5-Cent-Stücke. Perfekt. Was gefällt dir besser? Die runde oder die kupferfarbene? I'm sorry. Das war ein Witz, oder? Ja, I'm sorry. Ja, ich probiere es. Welche gefällt dir besser? Die linke. Dann bitte einmal den Stift in die Hand. Mhm. Perfekt. Und einmal auf die Münze deine Initialien draufschreiben. Okay. Sehr gut, sehr schön. Auf der Rückseite das Gleiche. Nicht dasselbe, das wäre schwer. Fast unmöglich. Perfekt, wunderbar. Das ist einmal für mich. Dann kannst du mir einen Gefallen tun. Kannst du einmal die Hand ausstrecken? Wunderbar. Die Hand schließen. Einmal die Hand umdrehen, über den Tisch halten. Konzentriere dich. Genau, die Hand oben drauf halten. Magst du mitmachen? Einmal die andere Hand. Genau. Das war 50-50, ne? Also von daher war ich in Ordnung. Cringe Moment gerettet. Perfekt. Ich komme zum Schluss, weil ich liege gerne oben. Okay, okay. Ich distanziere mich von all dem. Meine Güte, ja, machen wir es gemeinsam. Also, stell dich bitte einmal vor, wie ein großes Stück Papier vor uns in der Luft liegt, ja? Einmal ein großes Stück Papier und wir falten das von rechts nach links. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Ja? Das Interessante ist, die physiologische Reaktion zwischen einer Handlung und einem Gedanken ist identisch. Das heißt, der Körper reagiert exakt identisch bei einem Gedanken oder ob wir diesen Gedanken wirklich ausspielen. Das ist absoluter Quatsch, aber hört sich gut an. Ja. Vielleicht ist auch ein bisschen Wahrheit dabei. Deswegen schauen wir mal ganz kurz. Nehmt bitte alle Hände weg. Alle Hände wegnehmen. Kannst du einmal die Hand ein bisschen höher halten und den Inhalt der Hand auf den Tisch fallen lassen? Du bist verwirrt. Schau mal hier. Hier ist nichts passiert, aber schau mal, was ist mit der Münze? Die ist verbogen. Die ist leicht verbogen, ja? Wie ist das passiert, ist die Frage. Nimm das mal in die Hand, verbalisier es ruhig. Nimm das in die Hand. Du hast es eben unterschrieben. Du hast es eben unterschrieben und du hast eben kontrolliert. Mhm. Korrekt? Ich zeige euch, wie ich es gemacht habe. Die Münzen habt ihr kontrolliert, korrekt? Mhm. Ich habe mit dem Finger, ich mach's nochmal, reibe mit dem Finger an der Münze, aber da wir den Finger noch nicht kontrolliert haben, tu mir einen Gefallen, zieh mal am Finger und guck, ob der echt ist. Niemals am Finger ziehen. Niemals an dem Finger ziehen. Okay. Also, kackst du dann oder? Ihr kennt das, oder? Ja, und dann kommt wieder was raus und kenne ich das nur. Ich mach's einmal für dich, okay? Schau ganz genau auf die Münze und du siehst, wie die Münze sich vor dir biegt. What the fuck? Ich mach's für die Kamera, schau ganz genau her. Digga, hell? Boah. Und auch hier haben wir etwas, was nicht ganz so war wie am Anfang. Das ist ein Geschenk von mir für euch. Eine kleine Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit. Oh, danke. Sehr danke. Einen Augenblick. Du hattest ja eben gesagt, so ein vager Zauberer, der müsste spontan zaubern können, korrekt? Du hattest damit was mit Flüssigkeiten, aber ich würde eine Kleinigkeit ausprobieren wollen. Das sieht ungefähr so aus. Digga, niemals, Mann. Pass auf, ich hab wirklich keine Lust mehr. Ich sag dir gerade, ich bin nicht so der Tee-Typ. Trinken Sie jetzt Cola. Mein Ding ist eher Cola. Komm her. Keine Lust mehr. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä, Digga, oh mein Gott. Können wir den bitte nach Hause schicken? Können wir ihn bitte nach Hause schicken? Das macht mir wirklich Angst. Das ist richtig krass, ne? Der eine hat das gemacht mit der Dose, der andere hat das gemacht. Ich glaube wirklich an Zauberei, an Magie jetzt, wirklich. Also Magie ist real. Das kann nicht sein. Wie geht das denn? Boah, das ist die leckerste Cola, die ich je getrunken habe. Nee, also Real Talk, richtig gut gemacht. Auch deine Präsentation, muss ich sagen. Du machst das sehr, sehr gut. Du kannst dich sehr gut verkaufen, machst auch sehr unterhaltsam, weißt du? Du erinnerst mich an einen Weihnachtself. Ne? Oh mein Gott, ja. Stimmt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, stimmt. Respectfully. Also was wir jetzt machen müssen, ist erstmal einen rausworten. Der richtigen, ne? Genau, der auf jeden Fall ein Zauberer ist. Erstmal und der. Und ich glaube, unseren Anzugmann. Ja, ja. Müssen 100%. Wir rausworten, oder? Ja, 100%. Business CEO. Multi-Business Owner. Ja. Unternehmen. Also wenn du willst, kannst du uns gerne wieder was zeigen. Ne, ja, was bevor uns du uns verlässt, ja. Zeig uns auch hast mal du was. Noch was, oder wie? Komm. Er muss. Ist natürlich so schade, dich jetzt direkt gehen zu lassen. Ein richtiger Zauberer hat immer was. Ja, okay, wir machen noch was.
Ich mache tatsächlich auch was mit Karten, aber es wird deutlich verrückter gleich. Und zwar werde ich die Gedanken von einem von euch lesen. Ich gebe dir mal die Karten, du mischst sie ein bisschen durch. Danke, das reicht schon. Und wir machen das so. Misch die Karten durch. So. Also, Rainer, dann mal hier. Perfekt. Ich habe nichts. Sie haben eine Kamera und muss lachen. Okay, perfekt. Und bist du zufrieden? Willst du noch mehr mischen? Nee, passt. Emily, willst du noch Karten durcheinander bringen? Nee, passt, ich vertraue dir. Nicht, dass du sagst, alles ich kenne irgendwie die Reihenfolge oder irgendwas. Ich halte mich bedeckt. Und wir machen es so. Emily, kannst du mal kurz reingreifen? Nimm mal eine raus. Ja. Nimm eine raus. Okay. Schau sie an, merk sie dir. Ja. Und vergiss sie nicht. Nein, vielleicht sagst du mal irgendwo Stopp. Stopp. Die Karte kommt zurück. Ach so, reinlegen? Okay. Okay, du kannst auch, ist völlig egal. Ich will es nicht sehen, völlig egal. Darf ich mischen? Ja, gerne. Bring durcheinander. Okay, die machen wir mal weg. Und ich nehme nochmal der Tasche. Kein Problem. Und kann ich das so quer drehen oder musst du dafür das? So, danke, danke schön. Ich probiere mal so ein kleines mentales Experiment. Kannst du mal eine Zahl zwischen 1 und 10 sagen? Ich nehme 7. Okay, dachte ich mir. Ah, 7 ist Standardzahl. Ah, 7 hätte ich nicht nehmen dürfen. Das hat doch nicht diesen 31. My bad. 7 ist echt Standard. Ja, okay, komm nochmal. Es gibt so viele Zahlen. Du hast nochmal eine zweite Chance. Wir multiplizieren es mit einer anderen Zahl. Welche hättest du gern? Multiplizieren? Kann auch eine zweistellige Zahl sein. Oder dreistellig. Oder vierstellig. Ist mir völlig egal, ist dein Leben. Okay, okay, ich nehme eine dreistellige Zahl. Okay, welche? Ich nehme 721. Die hat das eine Bedeutung? Nö, nee, gar nicht. Okay, mal. Emily, wie groß bist du? 1,69. 1,69 mal. Nahim, deine Schuhgröße, weil du bist auch relativ groß. 46. Aber kann ich nicht wissen, wäre ein bisschen weird, das zu googeln, weiß nicht. Aber 49, 46. 46. Okay, egal. Mal, das war ein geplanter Fehler oder auch nicht, man weiß es nicht. und vielleicht abschließend, dein Geburtstag. 20.10. 20.10.? Ja. 20. Sicherlich 7. Nein. Und mal vielleicht abschließend, kannst du, ohne dass es jemand sieht, noch so, auch vielleicht nicht die Kamera, wirklich heimlich 2, 3 Zahlen eintippen, völlig egal welche. Wirklich ganz heimlich. Also ich darf jetzt eine Zahl eintippen, dann nochmal mal? Und einfach eine zweistellige Zahl sozusagen oder eine dreistellige Zahl. Einfach 2, 3 Mal drauf tippen. Eine dreistellige Zahl darf ich? Ja, nicht. Gerne. Okay. Wie du bist. Mann, der hat uns eh schon, Alter. Und dann drückst du ist gleich. Ja. Bitte nichts mit 7, okay? Das ist echt schlecht. Drückst du ist gleich, hast du? Darf ich es gleich drücken? Ja, bitte, dass wir ein Ergebnis haben. Und kannst du es mal querdrehen, sodass man die ganze Zahl sieht, nur dass ich es nicht sehe. Und ich versuche jetzt, zwei Sachen gleichzeitig rauszufinden. Einerseits erstmal die Karte, okay. Dafür ist wichtig, Emily, dass du einmal deinen ganzen Kopf leer machst. Emily, ja. Du denkst, glaube ich, an eine schwarze Karte, ist das richtig? Nee. Dann war es eine rote. Ja. Dein Geburtstag könnte vielleicht einen Sinn ergeben, weil das ist die Nummer. Wann hast du Geburtstag? 20.10. Ja, die 2. Nein, ihr seht schon die Zahl und vielleicht habe ich was anderes geschafft. Vielleicht entsperrst du es mal und liest mal laut die erste Zahl vor. 3. Oh. Und nochmal, hättest du eine andere Schuhgröße, eine andere Größe, alles wäre das alles anders. 2. 9. 3. 3. Nächste. 1. Ja. 5. 2. 1. 3. 4. Ja, niemals. Ja, Mann, das ist doch scheiße, Mann. Niemals. Das ist krass, ehrlich. Das ist krass. Aber Emily, du denkst noch an eine Karte, richtig? Ah ja, stimmt, ja. Achso, die gab's ja auch noch. Zum allerersten Mal, bevor ich gehe, was ist deine Karte? 7 Herz. Und du hast frei reingehört, du hast gemischt, ihr habt gemischt. Ja, das... Was? Ja, auf jeden Fall. Welche Karte? Gemischt. Herz 7. Dann ist das, glaube ich, euer Moment, weil, wenn wir mal schauen... Oh mein Gott! Was? Was? Oh mein Gott! Alles kein Zufall. Ey, ich kenne das alles nicht mehr. Ich habe Schmerzen. Ich habe starke Schmerzen. Das ist wirklich krass. Gänsehaut. Ich habe Angst. Was kommt jetzt? Ich lasse euch das mal da. Herz 7. Das ist echt stark. Ich lasse euch auch die Karten da, sind von Cheech Magic. Ey, danke schön. Boah, aber was?
Das ist so krank, oder? Oh mein Gott. Das ist wirklich krass. Ich habe Gänsehaut, ne? Was ist, wenn ich jetzt eine andere Karte gezogen hätte? Was ist, wenn ich jetzt das gezogen hätte? Also was stünde dann da? Dann stünde da Ass. Ich habe 926 eingegeben. 926, einfach so random. Ja. Hat das eine Bedeutung oder so? Nee, ne? Einfach so. Ey. Ja, okay, die 7 war ja wegen ihm jetzt. Ja, das Also wow. Okay, da, ja, ja, der ey, das ist wirklich mit Abstand krass, das krasseste. Wow. Er ist auf jeden Fall raus, ey. Du bist so raus. Tut mir leid. Du bist so raus. Jetzt kann ich euch gerade noch ein Souvenir? Ach, das sind 3 Visitenkarten, also vielleicht gebe ich dir. Waren die denn schon? Ja, danke dir auf jeden Fall. Du bist einmal bitte raus. Imagine Dance ist jetzt nicht, boah, das wäre so peinlich. Boah, boah. Der ist so gut. Mann, er ist 100%, er ist 100%. Ja. Er ist safe, er ist safe. Wenn er das hobbymäßig macht, dann. Er ist es. Okay, ja. Wen voten wir als nächstes raus? Ich bin für unseren Asian Guy. Ja. Es ist schwierig. Der Mann macht das seit 22 Jahren. Hast du denn noch irgendwas anderes? Ja, ja, klar. Also, kann euch gerne noch was zeigen. Ja, safe. Ja. Ich habe noch etwas mitgebracht. Ich bin mir sicher, ihr habt das schon mal gesehen, und zwar Lottoscheine. Oh, yo. Das sind diese Dinge, auf denen die Zahlen draufstehen, auf die man gesetzt hat. Die kennt man, glaube ich, ja? An der Stelle, wir distanzieren uns ganz klar von Lotto und jeglichen Glücksspiel. Also ihr spielt kein Lotto? Nein, gar nicht. Noch nie gemacht. Niemals. Nicht mehr, nicht mehr. Lotto, schaut mal, wenn man weiß, wie man Lotto spielt, ist mit dem Geld eigentlich gar kein Problem. Was? Hä? Spaß, das macht keinen Spaß. Hä? Wie ging das? Darf ich kurz? Darf ich auch kurz sehen? Ach so, krass, Digga. Ja, geguckt von der einen auf der anderen Sekunde, ne? Okay, pass auf. Ich würde euch gerne trotzdem auch noch mal was mit Karten zeigen, weil ich bekomme tagtäglich die Frage gestellt, was ist für dich Magie? Für mich ist es nicht, was ich hier mit den Karten in der Hand anstelle, sondern es geht um einen Moment, den man aufbaut. Und im Idealfall nehmt ihr diesen Moment mit nach Hause. Und wenn ihr morgen früh aufsteht und sagt, dieser Japaner, der Jutta gestern, der war gut. Da musst du mir die 50 Euro einmal geben. Dann denke ich morgen auch an dich. Wir machen Folgendes. Ich möchte dich bitten, einmal auf eine Karte zu tippen. Erstmal nur tippen. Nur tippen. Ich erkläre dir sofort, warum. Da. Diese hier. Genau. Schau mal, ihr habt ja eben gesehen, dass ich gewisse Fähigkeiten mit Karten habe. Und vielleicht wollte ich, dass du genau diese Karte wählst. Aufgrund eines Timings, vielleicht habe ich sie so platziert, ein bisschen einfacher zugänglich gemacht. Deswegen, wenn du möchtest, darfst du dich umentscheiden. Ich will nur, dass es fair ist. Nee, ich habe extra die genommen, die ganz klein war. Ja, okay, ja. Dann nimm sie einmal in die Hand und schaut sie euch alle zusammen an. Ich gucke auch gerne weg. Alle die Karte gesehen? Ja. Okay, haltet die Karte bitte so verdeckt, dass ich sie nicht sehen kann, okay? Wir machen Folgendes. Ich nehme das Kartenspiel ungefähr mit der Hälfte zum Gesicht nach oben. Mit dem Gesicht nach oben. Okay, warum erkläre ich gleich? Und zwar mische ich die Karten so ineinander. Ich mache das so langsam, dass ihr es alle sehen könnt. Die Karten gehen ineinander rein, Gesicht nach oben und unten durcheinander. Das heißt, wir haben hier so ein Chaos geschaffen. Ich gehe hier durch die Karten. Ich möchte dich bitten, einmal irgendwo Stopp zu sagen. Stopp. Ja, steck die Karte hier so rein. Das Kartenspiel ist ja grundsätzlich. Ich zeige es einmal noch mal ganz kurz so in die Kamera. Die gewählte Karte geht rein. Ja, korrekt? Ja. Und ich zeige euch. Die Karten sind, also keine Karte schaut raus, Karten sind durcheinander gemischt. Ja, Gesicht nach oben und unten. Das ist keine Illusion, ihr könnt es alle sehen. Wir machen Folgendes. Nimm mal bitte dein Handy und geh mal in den Kameramodus. Sehr gut. Dann darf ich dich bitten, einmal deine Hand so aufzuhalten. So. Genau, sehr gut. Einmal so festhalten. Nicht bewegen, nicht wackeln. Sehr gut. Gut festhalten, ja. Ich mache jetzt ein Foto von euch. Achtung. Und schieß. Was ist passiert? Ich habe euch angeboten, das Kartenspiel am Anfang nochmal zu kontrollieren. Das ist ein normales Kartenspiel. Du hast eine Karte gewählt, du hättest eine andere Karte wählen können. Ich habe die Karten durcheinander gemischt, Gesicht nach oben und unten. Du hast es sogar in deiner Hand gehalten. Mhm. Und wir haben einen Beweis auf deinem Handy. Es ist wirklich passiert. Mhm. Wenn ich jetzt eine magische Bewegung mache, dann drehen sich alle Karten mit dem Gesicht nach unten. Und nur deine gewählte Karte schaut mit dem Gesicht nach oben. Das wäre krass, oder? Ja. Ja. Ist ja schon stabil. Magische Bewegung. Stabil! Magische Bewegung in 3, 2, 1.
Das war's. Das wäre vielleicht Fingerfertigkeit oder vielleicht doch irgendein Kartenspiel aus dem Zauberladen. Ich habe ja eben gesagt, es geht um die Erinnerung. Etwa einen Moment, den ihr mit nach Hause nehmt. Bitte jetzt nicht das, was ich denke, aber... Bitte auch nicht. Bitte nicht. Eine Erinnerung ist ein Foto. Nein. Wenn das deine Frau ist, wir schmeißen ihn direkt raus. Direkt raus. Das ist so gruselig. Nein, oh mein Gott, nein. Was redest du? Was redest du? Ey, ich kann das alles nicht mehr. Was redest du? Er hat uns so, du hast uns so hops genommen. Du hast uns so hops genommen. Oh mein Gott! Ey, was? Wie ahnungslos wir noch in dem Moment waren. Das Ding ist, die waren doch durcheinander in dem Moment, oder nicht? Ja, das meine ich ja. Die waren durcheinander. Die waren vorher und danach durcheinander. Eigentlich geht das gar nicht. Das ist ja auch kein, also er kann ja nicht kurz mal per Photoshop oder sowas. Stimmt, das muss man für die Zuschauer nochmal sagen, das ist Nathans Handy, ne? Das ist nicht irgendwie sein Handy. Für mich hat dich das gerade ins Aus katapultiert. Ja. Also ich würde sagen, Nathan? Eine Erinnerung für die Ewigkeit auf jeden Fall und sehr stark, Digga, ehrlich. Also einmal bitte ganz schnell raus. Also raus, ja. Vielen Dank. Finale. Was sagt ihr? Finale. Ich würde sagen, die hauen beide noch Tricks raus hier, ne? Das ist halt das Ding. Also von rechts haben wir jetzt zwar was gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so professionell ist, weißt du? Deswegen da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Würde ich schon gerne noch was sehen. Moment, ist ein bisschen unhöflich. Mein Kaugummi. Wenn ich den nehme, kann ich den wieder zurückverwandeln und heb mir den für später auf. Dankeschön. Digga, was? So, das sind Taschenspielertricks, ja? Wahre Magie sieht anders aus. Darf ich ein bisschen näher kommen? Ja, klar. Gerne. Ich habe ja am Anfang was mit der Gabel gezeigt, ne? Dann habe ich gesagt, das funktioniert mit Daumen und Zeigefinger, ja? Halt noch mal fest hier. Siehst du den Zack? Ja. Normalerweise klatscht man jetzt. Ach so. Normalerweise, ne? Nein. Aber das sind immer noch billige Tricks. Es gibt Münzentricks. Und zwar, es gibt immer einen kleinen Helfer. Und der kleine Helfer, der heißt Houdini. Ja, der ist sehr schüchtern. Okay? Und der kleine Houdini, der wird bezahlt, damit er die Münzen verbiegt. Ruf mal Houdini. Houdini. Er ist sehr schüchtern. Ruf noch mal. Houdini, komm jetzt ran. Da. Oh, was mein war Gott. Das? What the fuck? What the fuck? Was war das? Wo kam das jetzt her? What the fuck? Hey, was war das für ein Tier? Das war gruselig. Das ist einfach Rufus von Kim Possible. Ich könnte jetzt zum Beispiel meinen Daumen nehmen und den Daumen verschwinden lassen und wieder auftauchen lassen. Dann gibt's noch den hier. Das sind Taschenspielertricks, ja? Wahre Magie sieht anders aus. Ich würde dir gerne wahre Magie beibringen. Pass auf, jeder von uns hat einen Herzensmensch in seinem Leben. Ja. Hast du eine Person in deinem Leben, wo du Mama. Weißt... Achso, Entschuldigung. Nix sagen? Oh nein, jetzt darf ich... Okay, hast du noch einen anderen Herzensmensch vielleicht? Ja. Okay, nichts sagen, ja? Okay? Entschuldigung. Kein Problem, ja? Du hast diesen Herzensmensch im Kopf, ja? Okay, pass auf, tu mir mal einen Gefallen. Ich möchte nicht, dass die Kamera das sieht und ihr bitte auch nicht. Schreib mal bitte deinen Herzensmensch auf, falte ihn und tu ihn an einen sicheren Ort. Ich weiß nicht, wie sicher dein BH ist. Ich möchte, dass du den Zettel mit nach Hause nimmst, ja? Und irgendwann nimmst du diesen Zettel aus deiner Hosentasche raus, du öffnest ihn, du liest den Namen, du greifst zum Telefonhörer, zum Handy, du rufst die Person an, du verabredest dich für einen Spaziergang, zum Essen, für einen Kaffee, wie auch immer. Und mitten im Gespräch sagst du, du bist mein Herzensmensch, ich liebe dich. Oh. Und wenn ihr dann die Augen seht von dem Gegenüber, das ist wahre Magie. Alles andere, das sind billige Tricks, ja? Kommst du einmal nach vorne, geht das? Ich habe hier eine Box, ja? Und ja. In dieser Box habe ich mehrere kleine Gegenstände, ja? Dann habe ich ein Stück Kreide, das ist für dich. Danke. Ein Streichholz. Und was ich noch hier drin habe, sind kleine Kreidetafeln.
Ich möchte, dass du gleich den Anfangsbuchstaben von deinen Herzensmenschen auf eine Tafel schreibst. Ja. Auf die anderen drei Tafeln möchte ich von dir, hör mir gut zu, dass du drei Menschen aufschreibst, die in deinem Leben gemein zu dir waren. Also ein Herzensmensch und drei, die gemein waren. Genau. Okay? In meiner Hand halte ich nicht nur die Tafeln, sondern auch einen Angelhaken. Ich möchte gleich, dass du einen bösen Menschen nimmst und daran ziehst. Ja. Ich kann das nicht machen. Ich habe Angst, dass was schief geht. Hast du das schon mal geübt? Sicher? Oh, ich will dich nicht verletzen. Okay, ich fang an. Oh. Oh, Scheiße. Es tut mir so leid, wenn ich dir weh tue. Oh Gott. Dein Herzensmensch, ja. Okay, wow. Nimm bitte Platz. Damn. Denk an deine Herzensperson. Der erste Buchstabe ist ein M. Ja. Denk an den zweiten. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. A, B, C, D. Bei A sind deine Augen zugegangen. Zweiter Buchstabe ist ein A. Manuela, nein, es ist eine männliche Person. So länger, umso besser. Denk an die Person. Entschuldigung. Tu mir einen Gefallen, greif morgen zum Telefonhörer und ruf Marco an und lad ihn zum Kaffee ein. Marco, ja, ist mein Bruder. Krass. Marco ist mein kleiner Bruder, wow. Hey, wie hast du das gemacht? Hast du gesnitcht? Ich hab gar nichts gemacht, lass euch hier rüber. Der Marco. Krass. Heftig. War da irgendwas dahinter oder so? Das nee, ist gar nicht. Geht gar nicht, geht ja gar nicht. Es geht nicht. Irgendwer hat's gepetzt. Na, ey, lass mich hier rüber. Immer Nathan. Der Arme. Heftig. Also, ich gebe euch jetzt einen Call. Ich sage, er macht das Ganze hobbymäßig. Ja. Und er ist der Professionelle. Einfach aus dem Grund, weil ich bei ihm war der Einzige, wo ich Sachen habe, die ich ihm nicht abkaufe. Aber ich würde auch gerne wollen, dass der Bruder hier nochmal einen Trick vorzeigt am besten, ne? Ich komme nochmal schnell zu euch, ja. Ich schaue dich mal ganz kurz an. Hi, kann ich mir einen ausleihen? Mein Ring? Ja, klar. Ich habe tatsächlich keinen eigenen dabei. Hey, hat er eine besondere Bedeutung für dich? Nein. Gar keine Bedeutung. Bist du rechts oder Linkshänder? Rechts. Rechte Hand aushalten. Das ist der Moment, über den wir gleich sprechen werden, okay? Merkst du das? Yes. Und der Ring verschwindet. Nichts in meinen Händen, nichts Digga, in deinen wie geht Händen. Das? Vielen Dank, danke, dass ich hier sein durfte. Das war's von mir. Ciao. Dankeschön. What the fuck? Ich find's geil. Normalerweise werde ich an der Stelle aufgehalten, aber nicht bei euch. Ja? Der Ring verschwindet nicht, sondern erscheint zurück an deiner Hand. Schau nach. Es wäre krass gewesen, sag mal. Boah, das wäre so krass gewesen. Das wäre richtig krass, ehrlich. Aber ich finde voll sympathisch, dass du tatsächlich nochmal guckst. So. Nee, ich muss ehrlich sein. Die erste Hälfte vom Kunststück geht immer mega gut. Das verschwinden lassen kann ich wirklich. Das mit dem erscheinen lassen ist so ein Problem. Ich habe immer einen Notfallring dabei, genau für diese Fälle. Deswegen nichts in meinen Händen. Ja. Ich habe einen Notfallring dabei. Und zwar in meinem Schlüsselbund trage ich immer einen Ring dabei. Halt den Applaus, komm. Halt den Applaus. Halt den Applaus. Es könnte irgendein Ring sein. Ja, es könnte irgendein Ring sein. Darum zeige ich dir mal ganz kurz rum. Das ist mein Ring. Ja. Laut und deutlich, weil das es irgendein Ring sein könnte. Ja oder nein, ist das dein Ring? Ja, das ist sie mein hat ja Ring. Gesagt, Freunde! Ja. Hey. Ach so! Du kriegst den Ring zurück. Du kriegst den Ring zurück, wenn du mir eine Frage beantworten kannst. Ja, ja oder nein, weißt du, was hier steht? Nein. Nein, nein ist richtig. Ja, okay. Du hast eben gesagt, ich bin ein bisschen cringe, so ich muss der Linie treu bleiben. Aber folgendes, das ist für die Kamera. Wir machen das so. Der Ring. Verschwindet erneut? In uns. What the fuck? Was hast du gesagt? Also, steh bitte auf und schon. Nee, das kann ja sein. Nee, tatsächlich, wir haben es eben schon einmal gemacht. Der Ring ist verschwunden und in meiner Hosentasche, an meinem Schlüsselbund. Verdammt. Shit. Guck mal bitte irgendwo auf den Boden. Ernsthaft jetzt? Ja, das kann ja alles sein. Kurze Panik, nee, folgendes. Ich habe ein kleines Geschenk für euch mitgebracht. Danke, dass ihr auch dabei sein durfte und dass ich für euch zaubern durfte. Hat mir mega viel Spaß gebracht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ich habe euch was mitgebracht.
Und zwar habe ich immer in meinem Portemonnaie einen Umschlag dabei. Niemals. Niemals ist der Umschlag. Das kann nicht sein. Der Umschlag ist an allen Seiten wirklich geschlossen, ja. Ich mache den Anfang mal. Reiß mal richtig auf. Und hol alles drin, was drin ist. Und du kannst auch den Inhalt behalten. Das ist von mir für dich. Was? Oh mein Gott. Heftig. Heftig. Was? Wie hast du das gemacht? Sehr stark, ehrlich. Man muss auch sagen, er ist sehr unterhaltsam. Ne? Ja, safe. Der war es professionell. Schaut mal, Leute, der war zugeklebt und im Portemonnaie drinnen, in einem Fach. Also, wie hat... Hast du mal überlegt, Taschendieb zu werden, Alter? Ich meine, das ist... Teach me, Master. Lukratives Business vielleicht. Also, man merkt auf jeden Fall, er arbeitet öfter mit Menschen zusammen und so, ne? Das merkt man. Ja, das merkt man halt. Ich finde, sein Auftreten ist sehr, sehr professionell, weißt du? Und auch sehr sympathisch und unterhaltsam, so, weißt du? Er auch, ja, er. Nicht, dass bei ihm nicht so ist, aber stabil, Maschine. Also es ist bei beiden sehr authentisch, ja. Nur ich glaube, du wirklich durch Profi, dass du das nochmal hervorgehoben hast, dass du ein Profi bist, ja. Ne? Das war, glaube ich, der Fehler. Wollt ihr noch einen Profi-Trick sehen? Hast du noch was, oder wie? Ja, was. Pass auf, ich habe etwas dabei. Und zwar eine Schachtel. Ich muss Kartentricks anders machen. Ja? Du kennst ein Kartenspiel, es gibt Zahlen und Bildkarten. Ja? Ja. Das, was du sagst, zünden wir gleich an. Ja? Zünden wir die Zahlen oder zünden wir die Bildkarten an? Die Zahl. Okay, wir zünden die Zahlenkarten an. Die Zahlenkarten brennen und sind verschwunden. Dann haben wir noch die Bildkarten. Ja? Bei den Bildkarten gibt es Bube, Dame und König. Männer und Frauen. Mhm. Was zündest du an? Die Männer oder die Frauen? Die Männer. Die Männer? Ja. Oh, wie gütig von dir. Es gibt noch die Frauen, ja? Okay? Ja. Komm mal nach vorne. Stell dir mal vor, du gehst die Straße entlang, ja? Und da ist ein Haus und dieses Haus brennt, ja? Und an jedem Fenster sitzt eine Dame, ja? Herz, Pik, Karo und Kreuz. Und alle Damen möchten gerettet werden. Das Haus brennt lichterloh. Und die Frauen rufen deinen Namen. Mhm. Nathan! Rette mich! Nathan auf die Eins. Du stehst unten vor der Türe, ja? Mhm. Also... Ja, yeah, die Tür ist auf, ja? Ja. Du rennst das Stockwerk nach oben. Okay, super. Du nimmst eine Dame, du schmeißt sie dir über die Schulter und kommst mit ihr wieder aus dem Haus raus. Schau mich an. Mach's mir nicht zu leicht. Mit welcher Dame kommst du wieder raus? Herz. Herz. Ja. Sicher. Ja. Absolut sicher. Ja. Oh, shit! Yo, was? Das war einfach in seiner Arschtasche drin. Das war einfach in deiner Hosen, also hinten, ne? Einfach so, einfach. Und da ich kein Profi bin, verrate ich euch, wie das geht, ja? Echt? Okay, ja klar. Bitte, endlich. Ich habe hier alle Karten. Ihr hättet sagen können, was ihr wollt, ja? Ich habe hier wirklich jede Dame, ja? Ja, aber das ist Feuer. Das ist Feuer, das ist was anderes, ne? Pass auf, nimm mal die Karte, falz sie mal. Und zerreiß sie jetzt bitte so in der Mitte durch. Schön sauber. Leg sie übereinander und jetzt nochmal durchreißen. Genau, auch nochmal schön durchreißen. Soll ich dir helfen? Ja. Schön in der Mitte durchreißen, bitte. Das ist jetzt nicht Schachtel. Das ist kein Wörterbuch, ja? Ja, oh ja. Okay, nimm den Stift. Ich möchte, dass du jetzt ihm oder ihm den Stift gibst. Schreib du auf das erste Stück deinen Namen drauf. Gib den Stift weiter. Gib den Stift bitte weiter. Und jetzt mal noch ein Bild. Ein Bild? Ja. Einmal kannst du mir einmal meine Jacke geben. In der rechten Tasche ist etwas. Nimm sie in die Hand. Noch nicht. Du weißt, was es ist? Fang noch nicht an, ja? Ja. Okay. Beginne, wann immer du möchtest. Oh, Harry Potter ist das. Oh mein Gott! What the fuck?
Oh. Was? Wow. Mann. Geil, hey. Hä? Zeig mal. Das ist nicht mal irgendwie mit Klebeband oder so. Das klebt halt einfach. Es klebt einfach. Krass. Das ist krass. Oh, also, das ist heftig. Das ist echt heftig. Sehr stark. Heftig. Was sollen wir machen, Leute? Ja, also ihr seid alles krasse Zauberer. Ja, alle, ne? Also, richtig gute Zauberer, wirklich. Selbst wenn jemand ist, der das hobbymäßig macht, würde ich empfehlen, das Ganze hauptberuflich zu machen. Aber ich muss auch trotz des Trickes sagen, ich bleibe nach wie vor bei unserem Elfen. Man muss auf die Professionalität achten, ne? Und man muss sagen, der Typ ist echt ein Entertainer auch, ne? Aber ihr habt das beide richtig krass gemacht. Ja, ja, also, safe. Ich frage mich halt, was du sonst machst, wenn du jetzt nicht hauptberuflich Zauberer bist. Weil, also, kann ja sein, er macht es nebenberuflich, aber er verdient nicht hauptsächlich sein Geld dadurch. Genau, das kann echt sein. Ja. Kann auch sein. Also ich bleib nach wie vor bei links. Ich würde auch links bleiben. Und wenn links nicht ist, dann rechts ist auf einem guten Weg, denke ich. Ja, safe. Das heißt, wir denken, dass du ein echter Zauberer bist. Dementsprechend müsstest du einmal bitte raus. Und wir denken, dass du nicht die Wahrheit sagst. Dementsprechend bist du für uns der Fake-Zauberer und wir machen jetzt die Auflösung. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber jetzt will ich wissen. Ey, danke euch allen, aber wirklich, wow. Danke euch allen für die geisteskranke Show. Ja, also, Mann. Ich weiß nicht, das war mal, richtig geiles Entertainment. So heftig unterhalten wurde. Ja. Vielen Dank. Aber was machst du denn jetzt? Ich bin auf einem guten Weg, Zauberer zu werden. Mein bester Freund ist Zauberkünstler und er unterstützt und hilft mir. Oliver Henke. Guck mal auf Instagram nach. Er unterstützt mich, dass ich Step by Step immer weiter vorankomme. Im Moment bin ich noch Raumausstatter. Krass. Ach, krass. Ey, du machst es aber richtig toll, wirklich. Also zieh weiter durch. Ja. Ich bin auf dem Boden geblieben, ja. Ich lege Fußböden, Teppiche, Parkett. Also wenn ihr mal was braucht, ruft mich an, ne? Ich nähe Gardinen, Plissee, Markisen, Sonnenschutz. Ja, supportet ihn mal, Freunde. Ja, ich bin Single. Und ich darf ich noch jemanden grüßen? Ja, klar. Ich grüße meine Tochter. Hi Purzel, Papa ist in YouTube. Dann grüße ich hier, du weißt Bescheid. Ja, und alle, die mich kennen. Hi Jutta, ich grüße dich auch. Aber ja, jetzt würde ich gerne unsere echten Zauberer noch mal kurz hören. Also bei euch hat alles gestimmt soweit. Genau, ich mache das wirklich seit 14 Jahren hauptberuflich. Und bin damit 14 Jahre hauptberuflich, genau. Ja, und bin damit in Deutschland und auch im Ausland unterwegs. Und ja, kann mich nicht beschweren. Dankeschön, vielen Dank. Ja, hat gestimmt. Kurz und knapp. Chichi Magic gibt's wirklich und keine Ahnung. Ich freue mich, euch da zu sehen. Ja. Stark. Sehr gut. Werbung gemacht. Ja, bei mir hat auch alles gestimmt. Ich bin Vollzeitzauberer bei GG Magic. ja, ich bin auch Vollzeitzauberer seit Anfang des Jahres dann noch. Ja. Ja, wir machen Firmen-Events, Hochzeiten. Wenn ihr euer Event einzigartig machen wollt, dann ist genau das die richtige Art und Weise. Ja, ihr könnt wenn ihr was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt auch gerne machen. Okay, stark. Ja, dann liebe Grüße auf jeden Fall an meine Freundin. Hallo Johanna. Die wird so steigen da drauf. Und auch an meinen Bruder. Hey Olli, viel Spaß in Spanien. Ciao. Ey, so sympathisch, ne? Safe, ich freue mich, euch mal live zu sehen. Wenn ihr wirklich was Exklusives haben wollt, was wenige haben, dann ist es einfach super cool, für einen Gesprächsstoff zu sorgen, Erinnerungswerk zu sorgen. Wir haben teilweise Kunden, die 5 Jahre später darüber sprechen, gerade für Team-Events, Kunden-Events, mega geil. Wenn wir angepasste Zauberei machen, wir reden gleich nochmal mit Sidejeans, was wir da machen können. Und genau, ggmagic-show, also GG Magic wie Zauberei, _show auf Instagram, TikTok findet ihr uns auch. Schaut vorbei, wir haben das ganze Team, 6 Leute, freue ich mich. Bis dann.
Ja, mein Name ist Yuta Maruyama. Unter dem Namen findet ihr mich auch im Internet. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich bedanke mich bei meiner Mutter. Sie ist der Grund, warum ich hier bin. Ja, mein Name ist André Wagner. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Und zwar, ich habe da einen ganz kuriosen Namen. Wie nennt man den Hund von einem Zauberer? Weiß das jemand? Abracalabrador. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt. Ja, wir haben gemeinsam Spaß. Danke. Ich bin raus. Tschüss. Nice. Ihr habt ihr richtig geil gemacht. Danke nochmal für die Show. Und das hat mir sehr gefallen mit euch. Sehr geile Folge, wirklich. Wenigstens lagen wir jetzt mal richtig. Ja, Mann. Und wir haben viel gelacht. Ja, safe. War richtig Entertainment heute. Nice. Ja, dann checkt die unbedingt alle aus. Checkt die bitte unbedingt aus. Alles von den Ladies and Gentlemen in der Videobeschreibung drin. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, Dicker.